Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei der Herr der Ringe Online. Ich bin's, der Black. Ja, und wir sind ja wieder, beziehungsweise immer noch, in Osgiliath. Wir haben ja einiges zu tun. Wir sind ja momentan dabei, die ein oder andere Quest außerhalb zu erledigen. Wir wollen ja Richtung Schwarzes Tor ziehen mit unserer gesamten Armee. Um das aber zuvor zu bereiten, ja, da fehlt schon noch ein bisschen was. Ich muss mal ganz kurz hier noch was verändern. So, ist besser, glaube ich. Ja, okay. Ja, um das aber vorzubereiten, da fehlt uns noch ein bisschen, ja, natürlich die eine oder andere Aufgabe, die wir unterwegs noch zu erfüllen haben, damit unsere Armee auch ankommt. Das ist ja nicht unhilfreich. So, im Moment ziehen wir jetzt erstmal hier die ganzen Dinger abklappern. Wir müssen uns hier unter anderem mit gut nehmen. Ich nehme an, dass es der ist, der da draußen steht. Treffen und ja, gucken mal, was wir sonst noch so finden. Hauptziel ist es halt, wie gesagt, das Lager der Waldhäufer in dem Emmenhamuninunin zu finden im Moment. Aber bis dahin dauert es noch ein bisschen. So, draußen sind die ganzen Pferdchen. Schön, dass die nicht in der Stadt lagern müssen. So, im Moment... Oh. Brauche ich dich? Nö, nur für eine Tat. Das ist okay. Jarl Gutlim. Hey, Jarli. So. Wie ihr wisst, ich lese nicht vor, außer die Hauptquest. Jetzt müssen wir eh wieder zurück. Na gut, okay, dann gehe ich mal zurück und spreche mit Malbum. Mal gucken, was der Typ noch vor uns hat. Wenn ihr es lesen wollt. Ich bin meistens ein langsamer Typ. Wisst ihr ja. Ihr kennt das doch. Ne, einfach, ihr wisst schon, den Knopf drücken, da hier zum Pause machen und so. Und dann könnte man eine Rolle lesen und so. Überhaupt sollte kein Problem sein. Im Übrigen, ich habe, das werde ich vielleicht glaube, mal so, allein wird während wir hier... Nicht aufhalten. Na gut, wir reiten nicht während hin und her. Wir haben ja hier schon wieder zu tun. Was soll man denn machen? Beschafft Vorräte, sammelt konfiszierte Schätze. Okay, kriegen wir hin. Jetzt muss ich nur gucken, wo. Ich laufe hier mal durch. Ob wir sowas sehen, weil letzten Endes ist das ist ja auch schon als Gebiet markiert. So, ich wollte aber gerade sagen, ich habe die Soundabmischung mal wieder ein bisschen abändern müssen. Beziehungsweise die Tonabstimmung, beziehungsweise tatsächlich das Programm, mit dem die Abmischung erfolgt. Nämlich habe ich, ja, wie gesagt, ja, lange Zuschauer werden es wissen. Ich habe halt vorher Virtual Audio Cable genutzt eine ganze Weile. War damit auch zufrieden. Ich sah keinen Grund, das jetzt zu ändern. Hat ja funktioniert, hatte aber auch, naja, sagen wir mal, diverse Nachteile. Und die Nachteile haben sich dann doch jetzt im Laufe der Zeit ein bisschen, ja, überwogen. Unter anderem wollte ich halt endlich mal mehrere Ausgänge gleichzeitig bespielen können. Das geht mit Virtual Audio Cable nicht. Ich kann da ich kann da Truhenspuren trennen, dafür habe ich das gemacht. Um beim Rendern zum Beispiel das gegenseitig ein bisschen abzumischen oder in OBS selbst, für den Fall, dass... Was weiß ich, ich mit anderen aufnehme und so weiter und so fort, dass das halt getrennte Tonspuren sind. Ich wollte nicht hier, ich bin viel zu weit reingeritten. Ich wollte eigentlich dieses Ringchen da abarbeiten. Ja, um getrennte Tonspuren abzumischen, zum Beispiel, ja, was sind jetzt das beste Beispiel? Ja, im Moment bei Herr der Ringe Online ist es zum Beispiel, habe ich eigentlich nur zwei Tonspuren. Die normale Tonspur und natürlich meine Mikrotonspur. Das hat, ja, das funktioniert ja auch immer ganz gut. Im Notfall kann ich auch nochmal nachjustieren im Aufnahmeprogramm. Ich habe noch zwei weitere Tonspuren immer eingestellt, die zwar bei Herr der Ringe Online nicht gebraucht werden, zumindest im Moment nicht, die durchaus möglich sind. Bei Minecraft zum Beispiel werden sie alle viel gebraucht. Das wäre einerseits halt natürlich der Discord, also sprich sämtliche anderen Gesprächsteilnehmer, wie zum Beispiel Lilly und Schäfi im Moment, die dann meistens mit dabei sind. Und wer ist noch dabei? Die Hintergrundmusik. Bei Minecraft hat ja eher spärliche Hintergrundmusik, das ist ein bisschen wenig. Deswegen mische ich da immer welche mit rein und damit die dezent im Hintergrund klimpern kann, ist die natürlich auch entsprechend abgemischt und natürlich sollte die nicht zu laut und nicht zu leise sein, damit man da ein bisschen was ändern kann. Ist auch das, wie gesagt, soweit abgemischt und erledigt, denke ich mal. So, Vorräte, wir nehmen die Vorräte mit. So, wunderbar. Plupp. Der Rest muss wohl doch innerhalb dieser ganzen Geschichte hier zu finden sein. Na, dann werden wir hier ein bisschen genauer durchsuchen. So. Also wie gesagt, lange Rede, kurzer Sinn, wie immer. Wenn ihr irgendwo irgendwas Störendes findet, das eine zu laut, das andere zu leise. Also sprich, ich bin zu laut, das Spiel ist zu leise.
sagt Bescheid. Ich passe das dann noch entsprechend an. Ich habe zwar grundsätzliche Zahlen, wo es ungefähr landen sollte, jedes Teil, zum Beispiel, ja, ich kann es ja einfach mal aus dem Nähkästchen plaudern. Einen alten Richtwert, den ich mal gefunden hatte, ist schon ewig drei Tage her. Meine Stimme, das Mikrofon, sollte bei ungefähr so im Schnitt minus 6 Dezibel landen. Da bin ich jetzt quasi im maximalen Peak, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen mehr, weniger. Der normale Spielesound sollte idealerweise so bei, naja, minus 15 Dezibel landen, also etwas leiser als du selbst. Wobei natürlich die Hintergrundmusik da nicht gemeint ist, sondern eher die gesamten anderen Mitgeräusche. Ist hier irgendwas? Das sah. Nee, das hat nur so geglänzt. Der Hintergrund, der sollte selbstverständlich bei minus. Der sollte noch leiser sein, natürlich, die Hintergrundmusik. Also auch die eigentlich hier in Herr der Ringe online abgespielt wird, könnte ich wahrscheinlich in den Spieleinstellungen machen. Das müsste ich dann wirklich in den Spieleinstellungen verwurschteln, dass ich quasi die Effekte etc. pp. Etwas lauter habe, die Hintergrundmusik etwas weniger laut. Und zwar kann ich das auf, oder sollte man das so ungefähr auf minus 20 Dezibel stellen. Ah, Schatzkiste. Gut, nehmen wir die mit. Hätten wir zwei. Wir brauchen immer noch zwei Vorräte und eine Schatzkiste. Okay. Aber mittlerweile, hier hinten haben wir ein Ziel. Das heißt, wir gehen mal hier hinten in die Ecke. Da hinten hat sich mittlerweile so viel eingesammelt, dass es da eine Zielvorgabe, eine direkte per Ring gibt. Das heißt, das sollte man schneller finden. Vielleicht. Ja, okay, da ist er. Wunderbar. Dann brauchen wir also nur noch zwei Vorräte. Das kriegen wir hin. Die finden wir unten in dem etwas verkleinerten Kreis. Sehr schön. Was wollte ich sagen und nicht lügen? Ja, wie gesagt, der Sound ist natürlich nicht wichtig. Manchmal ist er fast wichtiger als das Bild. Obwohl ich auch auf eine gute Bildqualität Wert lege, deswegen ja auch viel rumgeschraubt habe. Aber Sound ist halt auch nicht unwichtig. Man versucht sich halt permanent zu verbessern. Wobei es halt, wie gesagt, mit Virtual Audio Cable gut funktioniert hat. Jetzt habe ich hier, wie hieß es, Voice Meter? Ein digitales Mischpult, wo ich halt alles digital nochmal direkt einstellen kann. Der Vorteil und auch gleichzeitig Nachteil ist halt, deswegen frage ich euch nämlich, ich kann quasi das, was ich auf die Ohren bekomme, also sprich die Lautstärke, die ich zu hören bekomme, wenn es mir zu laut ist, weil ich mich dann nicht mehr konzentrieren kann zum Denken, kann ich runterregeln und kann euch aber diese Lautstärke zur Verfügung stellen, die ihr habt oder die ihr haben solltet. Das heißt, ich kann euch separat zueinander einstellen. Ich kann mich leiser machen für mich. Oder beziehungsweise ich kann das Spiel leiser machen für mich, ohne dass es euch juckt. Und ich kann Spiel lauter machen für euch, ohne dass es mich juckt. Oder eben andersrum. Das funktioniert halt alles, aber genau deswegen muss ich mich eher auf die im OBS angezeigten Audiospuren verlassen können. Aber das funktioniert natürlich nie 100%. Deswegen, wie gesagt, müsste man gucken. Wie gesagt, ich kann es auch noch im Renderprogramm abändern, werde das aber, es sei denn, es fallen mir gravierende Fehler in dieser Folge auf jeden Fall nicht tun. Sollten mir irgendwas Gravierendes auffallen, dass ich sage, das geht so gar nicht, dann natürlich schon. Ansonsten werde ich so lassen, wie ich es eingestellt habe. Und es wäre mir es wäre toll für euch, für mich, wenn ihr mir ein Feedback geben könntet. Unten in den Kommentaren einfach mal reinschreiben: Jo, der Ton ist gut, jo, der Ton ist schlecht. So, ich habe jetzt die halbe Folge über den Ton geredet, ohne wirklich im Spiel immersiv zu sein. Es tut mir leid. Andererseits, welche Neuigkeiten bringt ihr heute? Blum, blum. Früher habe ich halt Fiesta dazu genutzt. Das Problem ist, ich habe Fiesta momentan ja nicht im Spiel. Ich könnte das vielleicht auch noch in Minecraft machen. Wie gesagt, habe ich da das Problem, ich quatsche immer mit den anderen und das muss ja natürlich auch noch funktionieren. Hast du nicht gesehen? Naja, das ist alles schwierig. Könnte es über einen Podcast machen, den hört sich aber in der Regel noch weniger Leute an, deswegen hier. So, okay. Rechtfertigung raus. Jetzt gehen wir uns ganz immersiv ums Spiel kümmern. Nö. Ich glaube, ich muss mal wieder in den geheimen Eingang rein. Da war ich ja ewig und drei Jahre nicht mehr drin. Vor allem waren wir nicht drinnen seit Untersuchungen aus Gilead, seit wir die Stadt zurückerobert haben.
Ist das überhaupt der Hai? Ja, doch, müsste, ne? Neue Tat, Erforschung von Italien. Schöne Sache. Ding Klong. Hier unten haben wir, jede Menge Zeugs gekriegt. Titel gewährt. Ich muss auch bei Gelegenheit mal das Inventar wieder aufräumen. Denn wenn man da reinguckt, ja, wird voll. Übrigens, genau, das könnte man vielleicht nochmal wieder erwähnen. Es gab das, ich glaube, 12-Jahres-Geschenk. Darin war die Siegesglocke und hier ein paar Adlerfeuerwerkskörper. Die können wir ja draußen mal zünden, wenn wir soweit sind. Okay, hier unten scheint jetzt Ruhe zu sein. Da haben sich die Jungs und Mädels reingetunnelt, sucht in den Tunneln das Versteck der Feinde. Ah, nee. Die haben sich jetzt Feinde reingetütelt. Na, okay. Es ist nicht das Versteck, wo unsere Widerstand reingewurschtelt ist. Tat abgeschlossen, das wollte ich eigentlich noch machen. Da hinten haben wir doch Leute. Da hinten. Böse, böse Wichte. Ne? Ja. Okay, sehr schön. Übrigens, nope, Soundeffekte, Krach und so weiter und so fort liegt jetzt bei mir, jetzt bei 15 Dezibel. Das heißt, die ganze Zeit, als der Hintergrund lief und so weiter, war es bei minus 20, so wie es sein soll. Oh, jetzt wird es schon langsam ein bisschen lauter. Das heißt, da könnte ich nochmal nachjustieren. Könnte schon zu laut sein. Bumm. Das mache ich aber in der nächsten Folge, Leute. Das mache ich in der nächsten Folge, um es in dieser Folge nicht mit drinne zu haben. So. So. Genau. Weil, wie gesagt, ich habe ja jetzt schon danach gefragt. Wenn ich das jetzt abmische, dann weiß ich nicht, ob ihr quasi schreibt, ja, beim anderen war es zu laut, beim anderen war es zu laut, bei dem war es zu laut und so weiter und so fort. Das versuche ich jetzt ein bisschen abzuändern. Dadurch, dass wir wahrscheinlich nicht ganz so viel kämpfen werden in dieser Folge, denke ich, sollte das machbar sein. Wobei, man weiß ja nicht, ob man viel kämpft oder nicht. Na. Bomb. Aua. So, komm. Werd fertig hier. Okay. Ich werde erstmal noch was essen. Weil Essen ist auch wichtig. Außerdem werde ich jetzt doch mal den Hintergrund noch ein bisschen runterstellen. Jetzt muss ich mal gucken, bei den vielen Reglern weiß ich gar nicht, wo man das gemacht hat. Welcher war denn das? Das war die Hauptsand. Guck mal, so. Weil ich drehe den mal ganz runter. So. Ja, das ist der richtige Regler. So, Test. Das ist hier leicht weniger. Wir töten jetzt nochmal jemanden. Vielleicht habe ich es ja selber schon hinbekommen. Ansonsten schreibt mal definitiv dazu, einfach ja, bei der zweiten Einstellung hat es mir nicht gepasst. Dann weiß ich das besser. Mal gucken. Mal gucken. Zip. Ich werde jetzt auch nicht extrem dran rumstellen, sondern das nur minimal verwurschteln, bis ich die Einstellung gefunden habe. Dann wird es gelockt, dann bleibt es ja alles fest. Und dann sollte es passen. So. Habe ich übrigens. Nee, ich bin. Finster abgelenkt, Leute. Ich habe gar nicht alles gegessen, was ich essen wollte. Nur das eine. Wir wollen aber alles essen, denn wir haben Hunger. Ja. Nom. Schnurps. So, das nehme ich mal wieder in den Vordergrund. Sorry übrigens für die kurzen Soundabbrüche. Das ist ja bei Spielraum so, wenn ich raustappe, dann ist gerade kein Sound von Ingame da. Aber das muss heute alle. Das muss heute alles zueinander ein bisschen abgestimmt werden. Irgendwo muss es sein. Es ist immer noch zu laut. Viel zu laut. Ich gehe mal hier tatsächlich. So. Wie gesagt. Jetzt könnte es sein, dass es wieder Dinge sind. Aber es sind die Kampfgeräusche, die erstmal stimmen müssen. Das ist die Hauptlautstärke. Und wenn das dann einmal eingestellt ist, dann kann ich im Notfall die Hintergrundmusik, die ja eher sehr spärlich ist hier, noch dazu abmischen. Das kriegen wir hin. So. Okay, sah nicht schlecht aus. Hm,
könnte vielleicht immer noch ein klein wenig, aber es wird besser. Leute, lasst mich mal ganz kurz nochmal, hebe ich ihn hier runter. Das war der falsche. Ja gut, okay, den hier wollte ich drehen. So, okay, besser. Lelelele. Jetzt habe ich, glaube ich, das Mikro verstellt. Warte mal. Weil das kann ich ja gar nicht verstellen. Das ist nur so in der Aufnahme drin. Okay. Nee, Mikro habe ich nicht verstellt. Ich war ja nur weggedreht vom Mikro selbst. Das ist. Sorry, Leute. Aber wie gesagt, solche technischen Fragen müssen auch manchmal sein. Und das Problem ist, wenn du halt das alles alleine machst, dann hast du keinen, der dir wirklich dabei hilft. Arbeite mich da immer halt dran und gucke, dass ich da irgendwo auf den grünen Zweig komme. Das ist immer noch nicht perfekt. Mal gucken. Hier falsch, ne? Geh mal auf so. Vielleicht habe ich auch den falschen Knopf. Das kann natürlich trotzdem sein. Immer. Ja, sieht aus. Sieht so aus. Ich drehe die ganze Zeit am falschen. Dass er daran liegt. Okay. Lass mal hier nochmal hier das ein bisschen runter, tatsächlich. Gucken wir mal, wie es jetzt aussieht. Lalalala. Okay, haben wir. Leute, ich würde sagen, wir gehen mal erstmal wieder an die Oberfläche. Nein, wir gehen nicht an die Oberfläche. Ich werde euch an der Oberfläche in der nächsten Folge erwarten. Denn ich werde hier unten noch ein bisschen versuchen rumzustellen. Vielleicht finde ich da ja noch eine bessere Lösung, weil ich habe ehrlich gesagt wirklich vergessen, wenn ich das Hebelchen nicht hier und da drehen muss. Ich muss die mir noch beschriften. Aber das wird schon alles. Ja, Leute, lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch trotzdem gefallen hat. Auch wenn es ja eine tongeräuschmäßige Folge war. Bis zum nächsten Mal, bis denn und tschüss.